Wir sind heute vor dem Landesmuseum Burgenland und ich habe da gleich ein Treffen mit einer richtig, richtig dummen Gans. Keine Sorge, es ist wirklich so, es ist nämlich die Sonderausstellung Dumme Gans, die genau hinter mir in den Räumen stattfindet. Da ist heute die Eröffnung, Christoph. Ich würde sagen, gehen wir rein, schauen wir uns an. Komm. Ja, es ist schon mal zu. Das ist vielleicht kein gutes Zeichen, Christoph. Vielleicht ist vielleicht die Eröffnung heute gar nicht. Solltest du stärker runter. Also durch meine Vorarbeit an der Tür haben wir es dann doch geschafft und sind natürlich schnurstracks zur Ausstellung gegangen. Wie gesagt, schnurstracks sind wir dann zur Ausstellungseröffnung gegangen, wobei es weniger eine Eröffnung war, denn ja, irgendwer dürfte da was vertauscht haben. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir sind eigentlich zur Eröffnung von der Ausstellung, tut mir ganz. Wir sind ein paar Tage zu früh. Wir haben erst am 25. Ach so, die Eröffnung. Das ist noch nicht. Nein, da müssen Sie ein bisschen geduldig sein. Alles im Aufbau begriffen. Aha. Aber wenn Sie schon da sind. Schlecht recherchiert, Christoph. Schlecht recherchiert. Ja, puh, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber weiß nicht, wenn wir schon da sind, kann man irgendwie helfen vielleicht? Natürlich, packen Sie mit an, wenn Sie vielleicht die Gössel nehmen. Die was? Gelsen? Die Gössel, das sind die Küken von den Gelsen, so genannt. Die können wir da einräumen in die Vitrine, die sind noch heraus. Okay, ja, mache ich mich nützlich gleich. Wo kommen die hin? Die stellen wir dann hier dazu. Okay. Wenn man die Gänsefamilie dann vereint. Ich habe mir gedacht, Gänse sind weiß, aber diese Gänse sind grau. Nein, das sind Wildgänse, Graugänse. Aha. Gibt es auch verschiedene Arten von Wildgänsen. Die Graugänse haben eben einen rosa Schnabel. Wir haben dann da oben zum Beispiel, das ist glaube ich eine Saatgans mit einem dunkleren Schnabel. Okay, die schaut aus wie eine Ente. Ah, Wahnsinn. Und sagen Sie, was gibt es jetzt bei dieser Ausstellung? Ich habe gesehen, viele ausgestopfte Tiere gibt es, die sind echt auch hinten ein Adler. Aber was gibt es da alles so zu sehen über die Gans bei dieser Ausstellung? Ja, die Ausstellung ist interdisziplinär. Das heißt, wir haben einen biologischen Teil und einen kulturgeschichtlichen Teil. Beim biologischen geht es hauptsächlich. Gehen wir gleich mal rüber. Würde mich interessieren. Machen wir einen kleinen Rundgang. Es wurde dann doch noch ein ausgiebiger Rundgang, der unsere Sendezeit sprengen würde. Und außerdem sollten Sie sich die Ausstellung direkt vor Ort anschauen, denn Sie erfahren hier nicht nur alles über das Zugverhalten der Gänse, sondern auch Techniken, wie man früher diese Tiere zum Beispiel gemästet hat, um die mittlerweile verbotene Stopfleber zu bekommen, beziehungsweise aber auch die natürlichen Feinde der Gans und verschiedene Geschichten rund um das berühmte Federvieh. Und zum Schluss darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich der, dem wir die Martini-Gans zu verdanken haben, der heilige Martin. Das ist eine Martin-Statue, das ist eine Leihgabe vom Altbischof Ibi. Die hat er sonst in seinem Privatbereich stehen, die hat uns für die Ausstellung geliehen. Aber wie Sie sehen, es ist ja nicht alles noch eingeräumt, es ist noch eine Menge zu tun hier. Ja, Menge zu tun, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich will Sie nicht aufhalten. Machen Sie weiter und ich würde Ihnen gerne helfen, weil ich habe sowas noch nie gemacht in der Ausstellung. Na passt, dann kommen Sie einfach mit. Ja, geht schon. So, Christoph, das nächste Mal, wenn ich meine Dienste anbiete, dann hinter mich bitte dran, weil ich habe jetzt die Praktikantenaufgabe bekommen, nämlich die Gänsekacke hier in das Plumpsklo einzuräumen. Boah, das ist ein... Warum mache ich diesen Job eigentlich? Warum ich den Job mache? Ganz einfach, damit Sie informiert sind und deshalb noch ein kleiner Tipp von mir zum Schluss. Mit der Burgenland-Card haben Sie bei der Dummen Gans-Ausstellung freien Eintritt und können auch die restlichen Angebote des Landesmuseums bestaunen.